Okay Leute, im heutigen Video gibt es wieder ein Full-Technik-Tutorial. Ihr habt es euch gewünscht, richtige Technik-Tutorials ohne viel Blabla, sondern mit ganz viel Blabla um die Technik. Und deswegen geht es heute um das Thema Kniebeugen. Ich werde euch zeigen, wie ihr als Anfänger mit einfachsten Schritten eine saubere, gute Technik hinbekommt bei den Kniebeugen. Die zwei essentiell wichtigsten Bewegungen, die ihr erstmal lernen müsst, bevor ihr euch überhaupt Gedanken macht um Fußstellung, Hüftstellung, wie greife ich, bla, diese ganzen unwichtigen Sachen, sondern wirklich was, was für euch essentiell wichtig ist, dass ihr viel Leistung bekommt, euch nicht verletzt im Optimalfall und einfach ja, viel Progress machen könnt in eurem Training und schnell vom Anfänger zum Fortgeschrittenen kommt. Werdet. Zuerst müssen wir uns natürlich im Klaren darüber sein, wie sieht so eine Kniebeuge eigentlich aus. Deswegen zeige ich euch das mal eben kurz. Im Optimalfall geht ihr andersrum raus. Ich mache es jetzt fürs Video so, dass ich vorne rum aus dem Rack rausgehe. Also, wie folgt sieht das ganze Ding aus? Ich zeige es erstmal und dann erkläre ich es nochmal. Also wir gehen runter, legen die Stange auf dem Trapez ab, strecken die Hüfte und die Beine durch. Gehen im Optimalfall nach hinten in einen sicheren Stand, der so etwas zwischen Hüft und Schulter breit ist. Füße zeigen leicht nach außen. Wir atmen ein, spannen den Rumpf an, leiten die Bewegung sowohl mit den Knien als auch mit der Hüfte ein. Gehen in eine Hüftbeugung und in eine Beinbeugung. Hier unten stabil, wir lassen uns nicht reinfallen. Und aus unserer Hüftstreckmuskulatur und unserer Beinstreckmuskulatur arbeiten wir uns wieder nach oben. Das heißt, auch hier macht der Rumpf keine großen Aktivitäten. Etwas mehr Bewegung als beim Kreuzheben ist auf jeden Fall erlaubt. Einfach aus dem Grund, weil wir so ein bisschen mit der Hüfte oder mit dem Becken manchmal mitkippen müssen, damit wir in eine vernünftige Kniebeuge kommen. Vor allem, wenn ihr Probleme mit der Beweglichkeit habt. Ich zeige es nochmal. Wir atmen ein, Rumpfspannung. Bewegung wird eingeleitet über die Hüfte, über die Knie. Wir gehen runter in eine Position, wo wir Spannung nicht nachgeben. Das heißt, wir lassen uns nicht reinfallen, sondern wir behalten Spannung in der Hüfte, in den Beinen dabei. Bei? Ja, ich kann nicht mehr reden. Und wir arbeiten aus der Hüftmuskulatur und der Beinstreckmuskulatur wieder hoch, indem wir quasi die Knie nach hinten führen und unsere Hüfte strecken. Und wir racken das Gewicht wieder rein. Ich zeige euch kurz auch noch eine zweite Variante. Das hier war jetzt die halbe Variante, wo ihr das Ganze oben auf dem Trapez ablegt. Um die wird es gleich auch hauptsächlich gehen. Es gibt aber noch eine andere Variante, die zeige ich euch kurz von hinten. Also bei der ersten haben wir das Gewicht hier abgelegt, auf dem Trapez. Ja. Einfach hier drauf, schön angenehm. Und die zweite sieht wie folgt aus. Wir legen das Gewicht auf der hinteren Schulter ab. Zwischen Trapez und hinterer Schulter, müssen dadurch aber auch vorgebeugter stehen. Die restlichen Schritte bleiben aber gleich. Wir gehen in einen Hüft- bis Schulterbreiten Stand. Füße zeigen leicht nach außen. Wir atmen ein, Rumpf stabilisiert. Wir leiten in einer Hüftbeugung, in einer Beinbeugung die Bewegung ein, bleiben stabil und arbeiten uns wieder hoch. Und das, meine Freunde, ist eine Kniebeuge. Und während ich das jetzt gezeigt habe, sind viele Sachen passiert, die ich euch jetzt Step by Step erkläre. Und dann setzt ihr sie aber immer noch nicht um, weil dann gibt es eine ganz, ganz, ganz wichtige Bewegung, die ihr vorher lernen müsst. Aber wir gehen erstmal durch, was ich gerade überhaupt gemacht habe. Ihr müsst euch natürlich erstmal im Klaren sein, macht ihr jetzt eine halber Kniebeuge oder eine lower Kniebeuge. Ich habe euch jetzt beides gezeigt. Ich empfehle jedem am Anfang eine halber Kniebeuge zu lernen, weil sie einfacher ist. Sie zwingt euch nicht so sehr nach vorne, macht euch zwar schwächer, also ihr werdet wahrscheinlich schlechtere Hebel haben, was aber gar nicht verkehrt ist, ihr müsst erstmal beugen lernen. Das heißt, was machen wir? Wir nehmen, ich zeige es euch mal kurz so rum, den Griff so eng wie möglich und so breit wie nötig. Was bedeutet das? Je enger ihr greift, ja, also je enger ihr mit den Händen hier zusammenkommt, desto eher komprimiert ihr eure Rhomboideen und euren Trapez, also die Schulterblätter werden zusammengezogen. Das heißt, ihr habt mehr Substanz, auf der ihr die Stange ablegen könnt. Vor allem für Anfänger interessant, weil ihr halt einfach noch nicht so viel Muskulatur habt. Ihr legt das Ding am besten nicht auf euren Wirbeln ab, sondern wirklich auf der Muskulatur. Das heißt, greift eng, komprimiert euch. Das gibt euch etwas mehr Stabilität, etwas mehr Sicherheit und oben so ein Kissen, auf dem ihr die Stange auch wirklich ablegen könnt. Warum so breit wie nötig? Je enger ihr greift, desto mehr Druck habt ihr auf dem Handgelenk, Ellenbogengelenk, Schultergelenk. Und je nachdem, wie ihr anatomisch gebaut seid, kann das zu Schmerzen führen. Das heißt, sobald ihr Schmerzen bekommt, wählt ihr den Griff entweder breiter oder ihr nehmt den Daumen auch über die Stange. Wobei das die letzte Option wäre. Ich würde erst einmal den Griff breiter nehmen, bis ihr keine Schmerzen mehr habt. Dass ihr so eine Balance bekommt zwischen Stabilität und keine Schmerzen im Handgelenk, Ellenbogengelenk oder Schultergelenk. Also, nochmal, so eng wie möglich, so breit wie nötig. Dann, was ihr macht, ich erkläre es jetzt schon mal komplett. Ihr müsst noch nicht so sehr darauf achten, ihr müsst euch das noch nicht so sehr merken, weil darauf gehen wir gleich ein. Ihr werdet, bevor ihr jetzt unter diese Stange geht, einatmen und schon Rumpfspannung erzeugen. Das heißt, wir atmen ein.
erzeugen schon Spannung im Rumpf und suchen uns den Punkt, auf dem wir die Stange nachher ablegen wollen auf dem Trapez. Bauch bleibt die ganze Zeit angespannt, ist für euch am Anfang vielleicht noch nicht ganz so relevant, nachher wäre das aber der Fall. Wir positionieren die Beine, den Mittelfuß genau unter der Stange, damit wir gleich zum Rausheben nur Folgendes machen müssen. Wir atmen ein, spannen den Rumpf an und drücken nur unsere Hüfte durch und unsere Knie durch. Folgendes will ich nicht sehen, dass ihr irgendwie hier hinten steht, also so, und das Gewicht irgendwie so rausheben müsst, sondern wir stehen immer direkt unterm Gewicht und drücken nur Hüfte und Knie durch. So eng wie möglich, so breit wie nötig. Wir gehen runter, legen die Stange auf dem oberen Trapez ab, so dass es angenehm für euch ist, stellen uns mit beiden Füßen unter die Stange, Kniebeugung und Hüfte, also Knie und Hüfte sind gebeugt, wir atmen ein, stabilisieren den Rumpf, strecken Hüfte und Knie durch und gehen einen Schritt nach hinten und im Optimalfall nur einen zur Seite und noch einen zur Seite und stehen dann ungefähr, ich zeige es euch einmal kurz, wir stehen Hüft- bis Schulterbreit. Wie ihr das für euch rausfinden könnt, das erkläre ich euch gleich. Wenn wir jetzt Hüft- bis Schulterbreit stehen, Füße zeigen leicht nach außen, leiten wir die Bewegung ein, indem wir erstmal den Rumpf anspannen und nicht Folgendes machen. Das sehe ich nämlich ganz häufig, hatten wir auch im Kreuzhebevideo, dass man sagt, okay, stolze Brust, also Brust raus, nach vorne und nach oben gucken und dann passiert Folgendes. Das hier, also dass der Arsch oder das Becken nach hinten gekippt wird. So wird keine Kniebeuge eingeleitet. Eine Kniebeuge wird wie folgt eingeleitet über Hüftbeugung hier und eine Beinbeugung hier, da. Hier auf eure Beine setzt ihr euch runter und arbeitet wieder hoch. Nochmal, Hüftbeugung, Beinbeugung. Also Hüftbeugung ist nicht das hier. Das hier ist keine Hüftbeugung, sondern das hier. Bam, 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 kontrolliert, kontrolliert. Das heißt, der Rumpf bleibt angespannt. Hier vorne bleibt Spannung drauf und ihr beugt wieder hoch. Nochmal, Unterschied, keine Spannung im Rumpf. Das heißt, ihr öffnet am Anfang der Bewegung hier die Bauchmuskulatur und kippt das Becken. Das heißt, hier, wie beim Kreuzheben auch, der Hintern verliert Spannung. Ihr habt Belastung auf dem Oberschenkel, auf dem unteren Rücken, keine auf dem Bauch, keine auf dem Arsch. Und ihr werdet so runtergehen und irgendwann wird euch der Rücken wehtun. Deswegen macht das nicht, sondern wie beim negativen Bizeps-Curl ladet ihr den Hintern auf. Rumpf bleibt angespannt, 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 angespannt. Hier ist jetzt Spannung drauf, hier ist Spannung drauf, hier ist Spannung drauf. Und wir arbeiten hoch und der Rumpf bleibt neutral. Genaueres zur Atemtechnik klären wir auch gleich. Aber ihr habt schon gemerkt, ich achte oder ich erzähle wieder viel über den Rumpf, dass der neutral bleiben muss oder angespannt bleiben muss. Beim Beugen muss der gar nicht mal neutral bleiben. Ich will nicht, dass ihr da so sitzt und nur anspannt und irgendwie Probleme bekommt, sondern er muss angespannt bleiben. Warum ist dem so? Ihr dürft nicht in eine Endposition kommen. Wenn wir, sagen wir mal, das Becken neutral haben, Bauch ist angespannt, Hintern ist locker, hier ist locker, aber der Rumpf ist angespannt und kontrolliert. Und wir gehen jetzt in eine Kniebeuge und ihr leitet wie folgt ein. Das ist das Erste, was ihr macht. Wir wollen ja eigentlich in eine Hüftbeugung gehen. Hier unten wäre der Endpunkt der Hüftbeugung und jetzt gehen wir wieder in eine Hüftstreckung, also zusätzlich zu dieser Beinbeugung und Beinstreckung. Was ihr hier oben macht, ist quasi, ihr nehmt diese gesamte Hüftstreckung, Hüftbeugung vorne weg, weil das hier ist nichts anderes als volle Hüftbeugung hier oben im Gelenk, nur wird das Ganze ausgeglichen über eure Wirbelsäule. Wenn ich jetzt quasi den Rumpf neutral gehalten hätte bei der Bewegung, dann wäre ich hier. Jetzt ist mein Rücken wieder neutral. Das heißt, ihr habt quasi im obersten Punkt, wenn ihr so einleitet, schon diese komplette Hüftbeugung hinter euch gebracht. Nur gleicht das aus über euer Hohlkreuz und beugt jetzt quasi nur noch über den Oberschenkel und haltet dabei den Rückenstrecker angespannt. Meistens passiert dann was wie folgt. Das heißt, ihr seid in der Position, geht runter, rundet ein, geht wieder hoch, endet wieder in der Position. Nochmal, ihr geht runter, rundet ein und endet hier wieder in der Position. Und hier nochmal, das hier wäre jetzt die Position, wenn der Rumpf wirklich neutral geblieben wäre. Das ist, als würdet ihr versuchen, einen Bizeps-Curl zu machen und ihr startet einfach schon hier. Die ganze Zeit einfach und macht irgendwas mit der Schulter. So, das ist dann euer Bizeps-Curl im übertragenen Sinne. Also ihr lasst quasi ein anderes Gelenk die eigentliche Arbeit übernehmen. Und deswegen muss die Kniebeuge wie folgt aussehen. Ihr steht hier, Rumpf ist angespannt. Rumpf kann natürlich während der Bewegung leicht Bewegung zulassen, ja, um hier vernünftig runterzukommen und beim Hochgehen wieder in die Position, aber hier ist die ganze Zeit Spannung drauf. Niemals geht die Spannung weg und wir verlassen uns nur auf Rückenstrecker, Beinstrecker und nicht mehr auf den Arsch. Sondern was wir haben wollen, wie bei dem negativen Curl, laden wir hier die Hüftmuskulatur mit auf
Hier unten haben jetzt hier Spannung, auf die wir uns draufsetzen können. Ich runde nicht ein, ich bleibe gerade und richte mich auf. Und das ist noch komplizierter bei der Kniebeuge als beim Kreuzheben, das zu halten und reinzubekommen. Und das Tolle daran ist, das zu lernen, da hilft euch erstens bei, das letzte Video geguckt zu haben vom Kreuzheben. Aber noch nicht wegschalten, jetzt gibt es noch ein paar wichtige Tipps, das könnt ihr euch nach dem Video angucken. Denn das ist essentiell wichtig, dass ihr überhaupt erstmal über diese Hüfte arbeiten könnt und euch auch traut, mit dem Gesicht Richtung Boden zu gehen. Bei der Übung natürlich nicht so sehr wie beim Kreuzheben, da müsst ihr wirklich nach vorne. Aber auch beim Kniebeugen, wenn ihr versucht aufrecht zu bleiben, macht ihr automatisch immer den Fehler, weil ihr könnt nicht aufrecht bleiben, wenn ihr in eine Hüftbeugung gehen wollt. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Also nicht aufrecht bleiben, ihr müsst leicht mit dem Oberkörper nach vorne. Aber um das zu lernen, gibt es eine geile Übung. Und diese Übung ist auch geil, um rauszufinden, wie breit ihr stehen solltet, wie so euer optimaler Stand ist, wie die Füße zeigen solltet. Und das ist der Goblet Squat. Das könnt ihr mit einem leichten Gewicht machen, 5 Kilo reichen am Anfang, 10 Kilo reichen, nur um die Technik reinzubekommen. Und zwar wollt ihr jetzt herausfinden, was ist für mich eine angenehme Hockeposition. Das heißt, ihr stellt euch ganz normal hin und testet erstmal, okay, wie breit soll ich stehen? So circa Hüfte, Schulterbreit und da experimentiert ihr jetzt ein bisschen. Ihr geht mal ein bisschen enger und ihr merkt, okay, wenn ich jetzt enger stehe, also zum Beispiel, ich teste jetzt mal das hier und ihr geht runter und ihr versucht gerade zu bleiben mit dem Rücken und ihr merkt, ab hier werde ich rund, das ist nicht wirklich für mich. Ja, dann testet ihr ein bisschen breiter und ihr merkt, hier komme ich aufrecht darunter. Okay, breiter ist vielleicht für mich besser. So testet ihr euch einfach ran, was für euch am Anfang, nur am Anfang, wenn ihr die Kniebeuge lernt, der richtige Stand ist. Und so ein bisschen wie die Füße zeigen, ne? Ihr merkt dann, okay, wenn die Füße nach innen zeigen, na, das ist nicht so wirklich das Wahre. Bisschen nach außen, okay, funktioniert besser. Bei geradem Rücken. Es bringt natürlich nichts, wenn ihr testet so, ja, das ist eine geile Position, das machen wir. Nee, der Rücken muss schon gerade bleiben, also bitte nicht rund, sondern annähernd gerade. Könnt ihr auch natürlich wieder mit dem Spiegel kontrollieren. Und ja, ihr dürft folgende Bewegung machen. Gucken, eurer Wirbelsäule passiert nichts. Tolles Ding, die Wirbelsäule. Stand habt ihr jetzt, Füße habt ihr jetzt, ihr wisst, wie ihr runterkommt. Und jetzt müsst ihr lernen, diese Bewegung auszuführen und diesem Drang zu widerstehen, aufrecht zu bleiben. Nicht mit einer Stange im Nacken oder so, sondern nur mit einer Stange oder mit dem Gewicht vom Körper. Nicht hier oben, weil wenn ihr so macht, seid ihr immer schon wieder in diesem Ding, Brust raus, hochstützen. Sondern hier vorne, vorm Körper. Ihr presst es zusammen, ihr macht euch in Anführungszeichen rund. Guckt, dass ihr den Rumpf angespannt habt. Hier bringt ihr jetzt Spannung drauf, spannt das an. Und ihr geht mit eurem Kopf leicht Richtung Boden und in eine Kniebeuge. Das heißt, ihr versucht jetzt eine Hüftbeugung zu machen und eine Beinbeugung. Und den Rumpf dabei nicht zu öffnen, hier Spannung drauf zu halten, hier runter zu gehen. Und ihr seht, ich gehe leicht nach vorne, natürlich nicht so, weil ich kreuzhebe nicht, aber nach hier. Und drückt euch so auch wieder hoch. Wenn ich jetzt aufrecht bleiben wollen würde, das heißt, nach da gucken wollen würde die ganze Zeit, passiert Folgendes. Also ich komme bis hier hin, ab hier würde ich jetzt schon einrunden, aber ich bin schon komplett überstreckt, wenn man das hier sieht. Weil ich versuche aufrecht zu bleiben. Wenn ich mich jetzt leicht nach vorne beuge, ja, zack, kann ich hier wieder Spannung drauf bringen. So, das heißt, um es einfacher zu machen, könnt ihr auch Folgendes machen. Bevor ihr nach unten geht, macht ihr zuerst Folgendes. Eine leichte Kreuzhebebewegung, spannt an den Rumpf, geht hier leicht in eine Hüftbeugung und jetzt nur noch nach unten. Bam, bam. Und wieder aufrichten. Dann wieder Bauch anspannen, leichte, also bringt den Arsch leicht nach hinten, geht leicht in eine Hüftbeuge und dann wieder nach unten und wieder hoch. Also ihr lernt quasi mit diesem Goblet Squat, das geht richtig auf den Rumpf, das werdet ihr merken, diese Rumpfspannung zu halten, während ihr eine Hüftbeugung ausführt und eine Hüftstreckung und eine Beinbeugung und eine Beinstreckung. Ist jetzt sehr wichtig, bevor ihr euch eine Stange in den Nacken knallt, Griff guckt, Schulter guckt, juckt mich alles nicht, das hier muss drin sein. Hier bewegt ihr Gewicht, hier widersteht ihr Gewicht und wenn ihr irgendwann über 200 beugen wollt, müsst ihr einen stabilen Rumpf haben. Hier geht es jetzt auch nicht um Atmung und um... Was ja auch viele dann machen, das ist immer ganz geil, in den Seminaren oder so. Die sind schon fortgeschritten so im Kopf gefühlt. Die machen Folgendes. Die atmen ganz viel Rumpfatmung ein. Und dann achtet mal hier drauf. Und oben kommt diese gesamte Hüftstreckung, die eigentlich die ganze Zeit hätte schon stattfinden müssen, kommt dann oben immer rein. Und am Anfang der Bewegung. Mit Anlauf, Bruder. So, und damit das euch nicht passiert, damit ihr nicht irgendwann da steht und bei 120 Kilo stagniert, übt ihr das hier, Rumpf angespannt halten, während ihr in eine Kniebeuge reingeht, dass ihr unten noch stabil werdet, dass ihr euch sicher fühlt, dass ihr auf eure Muskulatur beugt, dass nicht Folgendes passiert, irgendwie reinfallen und ihr wisst nicht, wie ihr hochkommt, sondern ihr beugt auf einem kompletten Bein.
ja, bei neutralem Rumpf. Und deswegen übt ihr erst das Ding hier. Jetzt kommen mal noch ein paar andere Puzzleteile zusammen. Und zwar das, was wir eben hatten mit dem Griff. Und das Wichtigste jetzt noch, wenn ihr das muskulär halten könnt. Nee, wir machen erstmal muskulär. Pass auf. Das Tückische an der Stange ist, dass ihr hier oben was auf dem Trapez habt und im Nacken. Und ihr seht automatisch, was passiert, wenn ich die Hände nach hier nehme. Ich komme in diese Aufrichtposition. Widersteht der Geschichte, macht hinten eine Plattform drauf und macht quasi Folgendes. Euch hier mit der Bauchmuskulatur ranziehen und hier mehr eine Plattform errichten, als dass ihr euch irgendwie gegen das Gewicht aufrichtet. Das heißt, ihr geht runter, legt das Gewicht ab auf eurem Trapez oben, so dass es angenehm ist, spannt den Rumpf schon an, hier neutral und auch hier jetzt schon nur Hüfte strecken, Beine strecken, so wie ihr es gerade schon hattet, im Prinzip den oberen Teil vom Goblet Squat üben, bam, und geht raus. So, was ihr dann nicht macht, ist direkt dieses stolze Brust rausstrecken, sondern das bleibt hier unten, Bauch bleibt angespannt und das, was wir gerade beim Goblet Squat hatten, ja, wo wir quasi hier die Kettlebell jetzt in den Händen hatten, das machen wir jetzt auch. Wir gehen leicht nach vorne in eine Hüftbeugung, hier, also als hättet ihr das Ding hier noch in der Hand. Bam, gehen runter, 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 runter. Auf die Beine drauf, auf die Hüftstreckmuskulatur, hier ist Spannung drauf, hier ist Spannung drauf, hier ist Spannung drauf und beugen hoch. So, und das macht ihr natürlich, während ihr die Stange hier festhaltet, aber ihr habt quasi vor Augen, wie ihr so hier steht, bam, nur dass die Hände halt hier dran sind und macht genau das Gleiche. Hier runter, Spannung halten, Rumpf halten, bam, 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 hier und wieder hoch. Und das Ganze natürlich dann auch in schneller, wenn ihr es kontrolliert könnt. Das heißt, ihr geht runter, atmet ein, spannt an den Rumpf, geht dann in eine Hüftbeugung, Beinbeugung und beugt hoch. Und that's it. Was ihr natürlich nicht macht, ist die Hände wegnehmen, um das jetzt so zu machen. Dafür muss die Stange oben stabil liegen und ihr solltet ein gutes Gleichgewicht haben. Aber im Prinzip solltet ihr irgendwann in der Lage sein, auch ohne das Gewicht zu halten, vernünftig zu beugen, damit, also im Prinzip, dass ihr im Gleichgewicht seid, dass hier stabil bleibt, wenig Bewegung oben drum ist und hier wirklich einfach nur, das hier ist der Hebel und das hier ist die bewegende Muskulatur. Mehr ist das nicht. Das heißt, was ihr machen müsst, ist hier jetzt dem widerstehen, dass ihr wieder öffnet, wenn ihr runtergeht, weil ihr Angst habt. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, zerdrückt mich das Gewicht. Ihr müsst leicht nach vorne gehen, sonst könnt ihr nicht richtig beugen. Das heißt, ihr geht hier nach vorne leicht und beugt wieder hoch. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr das Kreuzhebelvideo gesehen habt, damit ihr es gewohnt seid, hier Belastung drauf zu haben. Und was ihr macht, ist, ihr versucht hier dem zu widerstehen, dass ihr hier nach hinten geht, sondern hier die Spannung halten und wirklich hier in der Hüfte beugen. Deswegen ist es essentiell wichtig, dass ihr zuerst den Goblet Squat auch perfektioniert habt. Und ich habe gerade auch kurz die Atmung angesprochen. Das ist wie beim Kreuzheben auch. Im Prinzip das Thema, je schwerer eure Gewichte werden, desto sinnvoller ist es, maximale Rumpfspannung zu haben, also Stabilität für die Wirbelsäule, dass es sich leicht anfühlt, das Gewicht, dass ihr gut stabilisieren könnt. Und dann macht es Sinn, den intraabdominalen Druck zu erhöhen, damit ihr auch was habt, wo ihr mit der Muskulatur gegen anspannen könnt. Das macht ihr über die Atmung, und zwar über die Bauchatmung. Was ich nicht haben möchte, vor allem nicht beim Beugen, ist diese hektische Brustatmung, dieses oder und dann wird wieder überstreckt hier oben, sondern was ihr haben wollt, ist eine langsame, kontrollierte Zwerchfell-Bauchatmung. Dazu habe ich auch detailliertere Videos, die ich euch unten mal verlinke, weil das Thema ein bisschen komplexer ist, vor allem für Anfänger. Aber was ihr machen würdet, ist ausatmen und ohne, dass der Brustkorb sich krass hebt, in den Bauch einatmen. Dann diese Luft komprimieren, indem ihr dagegen anspannt, um einfach diese Spannung im Rumpf zu erhöhen. Und dann das Gleiche, was ihr vorher auch gemacht habt. Ihr geht in eine Beuge rein, bam, hier ist Spannung drauf, hier ist Spannung drauf und ihr beugt hoch. Und während ihr das macht, das habe ich jetzt noch gar nicht so angesprochen, habt ihr die Gewichtsverteilung auf dem kompletten Fuß. Das heißt, sowohl auf dem Fußballen, als auch auf der Außenseite, als auch auf der Ferse, um aus dem kompletten Bein auch Belastung auf die Stange zu bringen. Das heißt, bitte nicht auf der Kante stehen oder krallen oder auf der Ferse stehen, auf dem kompletten Fuß, auch schon allein aus dem Grund, damit ihr nach vorne, wie ihr das hier seht bei mir, stabilisieren könnt und auch wirklich euer Gleichgewicht halten könnt, wenn ihr Gewicht drauf habt. Und das, meine Freunde, ist eine saubere, perfekte Kniebeuge. Und wir haben jetzt noch gar nicht über Griff gesprochen, also wie greifen oder so. Oder über, ziehe ich den Latt ran oder mache ich die Ellbogen hier. Wisst ihr warum? Weil es scheißegal ist. Ihr habt jetzt so viel zu tun mit diesem Tutorial. Und wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr sowieso erstmal 180, 200 beugen. Und dann könnt ihr euch Sorgen darüber machen, ob ihr den kleinen Ringfinger, ob ihr den anwinkeln sollt oder nicht. Denn mit den Cues, die ihr jetzt gelernt habt, habt ihr genug zu tun. Also ich hoffe, euch hat das Tutorial weiterhelfen können. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, checkt natürlich auch mal das Trainingsprogramm für Anfänger oder Fortgeschrittene aus.
Link ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ach ja, und wie schon gesagt, um diesen Prozess von diesem Video einfacher zu machen, checkt auf jeden Fall das Video hier ab, oder das Video, denn da habe ich schon erklärt, wie Kreuzheben ausgeführt wird und die Hüftbeuge und Hüftstreckung ist essentiell wichtig, damit du eben auch bei der Kniebeuge keine Probleme hast, wenn der Rumpf, dass der Rumpf nicht wegknickt, dass der Rumpf gerade bleibt. Du weißt, was ich meine. Kuss.